Moin Moin, Servus und willkommen zurück bei meinem Evolent 2 Let's Play. Ich bin der Muta und ja, in der letzten Folge haben wir ja das Erdschlüsselteil geholt. In einem epischen Kampf gegen den Großmagus. Es war eine ziemlich coole, ja, Guitar Hero Rockband Einlage, die ich dann doch, ja, minimal verkackt habe, aber noch geschafft habe. Und dann ist mir eingefallen, cool, du kannst ja fliegen. Also fliegst du mal rum und guckst, was im Südwesten ist, nachdem ich mit Ceres geredet habe. Und ja, so stehen wir jetzt hier vorm Nymphenwald und werden den auch mal anschauen. Also, sind wir wieder in der Gegenwart? Das ist unmöglich. Wir haben keinen Magaliten aktiviert. Ich habe nichts angefasst. Manche Leute behaupten, dass sich der Nymphenwald außerhalb der Zeitgrenzen befindet. Damit müssen sie das hier gemeint haben. Dieser Ort ist wirklich komisch. Findet ihr nicht auch, Kuro? Ja, es ist schon sehr, sehr strange, dass ich ohne was anzufassen in der Zeitreise und hier ist wer? Hallo? Willkommen im Nymphenwald. Hier laufen alle Zeitströme zusammen und bilden unendlich viele Gegenwarten. Es ist ein wunderbares Geschenk von Mutter Natur, dass wir in einem einzelnen Augenblick ewig leben können. Immer und immer weiter, ohne Ende. Findet ihr nicht? Es ist schon sehr seltsam. Kann ich mit ihm normal reden? Ja. Seid ihr ebenfalls hier, um eure Bestimmung zu finden? Also wohl genau wie die anderen Helden, die die Weisheit unseres Orakels suchen? Ja, das habe ich vor. Ich kann auch hier rumschlagen, das ist schön. Das müssen dann diese Nymphen eigentlich sein. Ach, ihr seid es? Wart ihr nicht schon einmal da? Oder seid ihr vielleicht noch gar nicht da? An diesem Ort ist Zeit kaum von Bedeutung. Ja, das merke ich. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen geheimen Durchgang, wo ich dann irgendwas abgreifen kann? Das wäre natürlich am coolsten. Aber scheint erstmal nicht so. Ach, wie geil. Super Mario, Rio, Link, Bomberman und der Typ aus Kingdom Hearts, glaube ich. Das Spiel habe ich nie gespielt. Der Typ aus Kingdom Hearts. Helden reisen von nah und fern an, um sich von unserem Orakel ihre nächste Aufgabe offenbaren zu lassen. Da sie die gesamte Vergangenheit und Zukunft kennt, kann nur sie ihre Fragen beantworten. Und weil wir uns im Zusammenfluss der Zeitströme befinden, müssen sie manchmal jahrelang auf die Offenbarung ihres Schicksals warten. Ihre Anhänger erwarten ihre Rückkehr bestimmt mit Sorge. Scheint so. Ich lass los. Lass jetzt los. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Ah, dieses Lied will mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich kenn's nicht, Leute. Sorry. Reden wir mal hier. Wo sind meine Bomben? Ich weiß genau, dass ich sie vor einer Sekunde noch hatte. Wenn euch eine redselige Fee begegnet, lauft einfach in die andere Richtung davon. Oh ja. Oh. Sie war echt schlimm. Sie war echt schlimm. Aber man hatte sie trotzdem gern. Dieses Mal werde ich diesen hochnäsigen blonden Pickel komplett zermalmen. Ach ja, er meint Ken. So, und was will hier unser Klempner? Ich hoffe nur, dass sie nicht entführt wird. Wieder einmal. Oh doch, oh doch. Video Games Hall of Fame freigeschalten, weil ich mit allen geredet habe. Cool. Ihr seid irgendwie anders als die anderen Helden. Seid ihr denn überhaupt ein Held? Nein. Ich bin ein Anti-Held. Denn ich töte und zermalme und habe Spaß dabei.
Wenn ihr den Heiligen Hain zu betreten wünscht, müsst ihr das Orakel um Erlaubnis bitten. Okay, also ich muss tatsächlich doch erst mit ihr reden. Dann machen wir das mal. Willkommen, Helden dieser Zeit, dieser Welt. Ich bin kein Held. Ich sehne mich nur nach meinem Sohn. Ich weiß, Minos. Die Zeitströme verbergen keine Geheimnisse vor uns Nymphen. Alle Geschehnisse hier wiederholen sich ständig und endlos immer wieder. Aber das heißt ja, dass alles bereits vorherbestimmt ist. Egal was wir tun, alles ist sinnlos und ohne Bedeutung. Ganz im Gegenteil, Fina. Die Entscheidungen, die ihr trefft, bestimmen euer Schicksal. Und umgekehrt formt das Schicksal eure Entscheidungen. Nur wenige verfügen über absolute Freiheit, die Fähigkeit, alles zu ändern. Ihr meint Kuro, nicht wahr? Ja, Kuro ist einer dieser wenigen. Seine Entscheidungen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft könnten alles oder nichts ändern. Heißt das, er kann meine Eltern und mein Dorf retten? Und dass ich meinen Sohn helfen kann, bevor es zu spät ist. Ja, vielleicht. Und noch viel mehr. Doch zuerst müsst ihr die 5 Fragmente des Magieschlüssels finden. Deshalb seid ihr doch hier, oder? Ich habe eine Frage, Orakel. Nur zu, Velvet. Ist es nicht riskant, den Magieschlüssel zu benutzen? Er könnte mit Leichtigkeit mehr kaputt machen als retten. Die schiere Wirkung eines solchen Ereignisses auf das Raumzeitkontinuum. Ich kann eure Frage nicht beantworten, Velvet. Damit müsst ihr Menschen euch befassen. Für Nymphen sind Vergangenheit und Gegenwart bedeutungslos. Genau wie Ursache und Wirkung. Es gibt kein Heute und kein Morgen, nur ein ewiges Jetzt. In diesem Jetzt seid ihr gleichzeitig hier und nicht hier. Wollt ihr damit sagen, dass das, was wir als Vorher und Nachher betrachten, für euch ein Ganzes ist? Ganz genau, Minos. Deshalb können wir Dinge nicht als gut oder schlecht aburteilen. Sie sind nichts weiter als Teile eines Ganzen. Warum sollte jemand also zwischen ihnen unterscheiden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstehe. Aber ich stimme zu, dass nichts jemals nur schwarz und nur weiß ist. Reno zum Beispiel, er wollte eine Menge Menschen töten und auf gewisse Weise hatte er damit Erfolg, da wir ohne ihn nie an die Waffe gelangt wären. Aber wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre und das Kaiserreich meine Familie getötet hätte, würde ich nicht dasselbe tun? Ich würde gern glauben, dass ich es nicht getan hätte. Aber mit Gewissheit kann ich das nicht sagen. Ich schätze, dass wir unsere Taten manchmal erst beurteilen können, wenn... Orakel, könnt ihr uns das Fragment des Magieschlüssels geben? Befände es sich in meinem Besitz, hätte ich es euch mit Freuden gegeben. Doch die Magie haben es dem Hüter unseres Heiligen Hains anvertraut. Lange Zeit wachte der Hüter über den Hain, doch seine Stärke ist dahin geschwunden. Schließlich wurde er von den bösen Geistern des Waldes, den Sadisten, verdorben. Ich glaube nicht, dass er euch in seinem derzeitigen Zustand hören kann. Vergesst nicht, dass im Heiligen Hain verschiedene Zeitalter miteinander verschmelzen. Und entfernt euch nicht zu weit. Können wir dem Hüter nicht helfen? Vielleicht können wir die Sadistas loswerden. Nicht Sadisten, Sadistas. Ups. Das wird nicht einfach, aber vielleicht mit Hilfe einer Nymphenträne. Eine Nymphenträne? So etwas gibt es nicht wirklich. Wir Nymphen kennen weder Vergangenheit noch Zukunft, daher kennen wir keine Trauer, keine Reue und somit keinen Grund, um Tränen zu vergießen. Und doch habe ich die Gewissheit, dass ihr eine Nymphenträne finden werdet. Wie ist das möglich? Sucht Finrella am Eingang zum Hain auf. Sie kann euch bestimmt helfen. Noch eine Herausforderung, die bewältigt werden muss, Kuro.
Klingt gefährlich. Oh, aber vielleicht gibt es ja Magieruinen, die ausgegraben werden können. Spaziergänge im Wald habe ich schon immer gemocht. Eure letzte Entscheidung rückt näher, Kuro. Naja, die vorletzte. Denn ich habe ja danach noch ein Fragment zu holen. Ihr wünscht, den Heiligen Hain zu betreten? Leider ist das gewöhnlichen Menschen nicht möglich. Aber wartet! Ihr da, ihr seid nicht zu Gänze, Mensch! Wer? Ich? Was wollt ihr damit sagen? Ich kann es kaum fassen, doch in euren Adern fließt Nymphenblut. Also verfügt ihr bestimmt über gewisse Kräfte. Habt ihr euch nie gefragt, warum? Ich? Eine Nymphe? Ihr selbst seid keine Nymphe. Ihr müsst aber eine in eurer Familie haben. Eine in meiner Familie? Ja. Und um den Heiligen Hain zu betreten, müsst ihr sie finden. Aber das ist unmöglich. Meine Familie, mein gesamtes Dorf ist... Denkt nach, dieses Mädchen muss irgendwo Familienangehörige haben. Um den Heiligen Hain zu betreten, müsst ihr diese Nymphe finden und eine von ihren Tränen besorgen. Okay. Ich habe so eine Vermutung, denn ihr Großvater fischt ja in der Vergangenheit an so einem Teich vor dem späteren Dorf. Es könnte das gemeint sein. Und wo waren das nochmal? Fliegen wir halt außen rum. Das Dorf war... Wo war denn das Dorf? Nicht da, aber... Oder? Nee. Aber hier ist auch schon alles zerstört. Hier ist ja Genua. Schade, dass ich nicht hier über die Berge fliegen kann. Muss ich tatsächlich hier außen rum? Vielleicht ist es dann doch das hier. Die Lichtung. Ja klar. So, dann reden wir mal. Na, sieh mal einer an. Wir bekommen hier nur äußerst selten Besuch. Ihr seid wohl auf der Flucht vor dem Krieg, was? Nein. Nun, dann lauft ihr wohl vor etwas anderem davon. Ihr habt nichts mehr zu befürchten. Hier sind wir fernab von dem ganzen Chaos. Jedenfalls bin ich deswegen hier geblieben. Komisch. Er erinnert mich irgendwie an meinen Vater. Natürlich! Ihr seid Finrod. Vater von Finrost. Ihr seid mein Großvater. Der Gründer des Dorfes Nibiru. Ihr seid ja wirklich süß, meine kleine Dame. Aber einen Sohn habe ich nicht. Ich bin ganz gewiss zu jung, um euer Großvater zu sein. Es ist wahr, dass ich beschlossen habe, ein Dorf jetzt zu gründen, aber einen Namen habe ich noch nicht. Wo ihr es sagt, Nibiru ist ein hübscher Name. Ja, vielleicht sollte ich es so nennen. Nein, wartet! Bald schon, in ein paar Jahren. Ihr werdet jemanden treffen. Eine Nymphe! Und ihr werdet zusammen einen Sohn haben. Meinen Vater! Junger Mann, ich glaube, eure junge Freundin hier hat sich den Kopf angeschlagen. So hört mir doch zu! Ihr müsst mir glauben. Es wird passieren. Also bitte ich euch, bitte, die Nymphe. Bittet die Nymphe hier auf uns zu warten, und zwar im Jahr 1000. Moment, nein, nicht hier. Alles wird durch die Waffe zerstört sein. Auf der Klippe, wo die Statue des Kaisers steht, nachdem er den Krieg gewonnen hat. Ihr müsst es versprechen. Ja, ja, ich verspreche es, wenn es euch glücklich macht. Wenn ihr mich fragt, junger Mann, könnte eure Freundin etwas Ruhe gebrauchen? Also gut, Kuro, ich schätze, jetzt müssen wir nur noch ausrücken. Okay. Dann reisen wir einmal mehr durch die Zeit. Denn, so rum. Denn wir müssen ja jetzt dann in die Gegenwart. Und nicht in die Zukunft. Schade. Hätte ja funktionieren können, dass da Kohle drin ist.
Ja, Gegenwart. Perfekt. Dann wieder nichts zu dieser Statue. Gott, wo waren die nochmal? Ich habe echt gerade keine Ahnung. Ja, ich möchte Segel setzen. Aber die muss ja irgendwo drüben auf dem Kontinent sein. Das müsste hier gewesen sein. Ja, Klippe, klar. Da ist die Statue. Perfekt. Großmutter? Fina. Und kein bisschen verändert, mein Schätzchen. Aber wie? Wie ist das erste Mal, dass... Das ist das erste Mal, dass... Wir haben uns schon einmal getroffen, als du zum Nymphenwald kamst. So lang ist das her. Aber dir muss es scheinen, als sei es erst gestern gewesen. Ich aber erinnere mich nicht einmal. Wir haben uns nur kurz unterhalten. Damals war ich nur eine junge Nymphe unter vielen. Doch, als ich euch Menschen sah, erfüllt von grenzenloser Hoffnung und überschäumender Begeisterung, beschloss ich, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Also verließ ich den Wald auf Nimmerwiedersehen, obwohl ich wusste, dass diese Entscheidung mein Leben kürzer machen würde. So habt ihr also Finrod kennengelernt. Ja, meine Reise begann mit all jenen Orten, die ich nur vom Hörensagen kannte. Die Welt ist so schön und so zerbrechlich. Kein Tag ist wie der letzte. Nie habe ich mich so frei gefühlt. Schließlich traf ich deinen Großvater, Finrod. Ich muss sagen, er hat sich ganz schön erschreckt, als er einer Nymphe begegnete. Viele Jahre später, als auch seine letzten Kräfte ihn verließen, erinnerte er sich, dass er einst einem etwas verrückten Mädchen versprochen hatte, sie hier wieder zu treffen. Seit jenem Tag warte ich hier. Oh Großmutter, es tut mir so leid. Die ganze Zeit warte ich hier, so nah. Ich bereue gar nichts, Fina. Es ist wahr, mein Leben war kurz. Aber ich habe in diesen kurzen Jahren mehr gefühlt, als in einer Ewigkeit im Wald. Ich bin nur traurig, dass ich diese Welt hinter mir lassen muss. Dass ich mein Enkelkind nicht in meine Arme schließen durfte. Erleben durfte, wie es aufwächst und sein Glück findet. Oder ihm bei seinen Abenteuern helfen durfte. Oh, Großmutter! Aber ihr habt mir doch geholfen. Jedes Mal, wenn ich meine Kräfte einsetze, um Kuro zu helfen, wart ihr bei mir. Danke. Danke, meine süße Fina. Danke, liebe Enkelin. Lebe jeden Tag, als sei es dein letzter und koste jeden Moment voll aus. Denn deine Zeit ist begrenzt. Nimm dies als Abschiedsgeschenk an. Großmutter! Lebt wohl. Da hat sie die ganze Zeit auf uns hier gewartet. Nur um dann zu sterben. Eine Nymphenträne. Der Tod bringt euch immer zum Weinen. Ja, das stimmt. Tod ist echt nicht cool. Aber halt ein notwendiges Übel der Zeit. Da unten. Der Wald sieht ein bisschen gewachsen aus, so. Mal schauen. Wir kommen im Nymphenwald. Jetzt, ja. Er sagt tatsächlich dasselbe. Ach, ihr seid es. Warte nicht schon einmal. Ja, ich war schon mal hier. Es wäre jetzt halt echt cool gewesen, hätte ich hier dann nochmal reden können.
und unsere Oma nochmal finden dürfen. Ihr habt eine Nymphenträne? Im Heiligen Hain verschmelzen verschiedene Zeitalter. Passt also auf, dass ihr euch nicht verirrt. Ja, habe ich auch vor. Die Musik finde ich echt richtig entspannend. Was ist das? Da kann ich nichts machen. Also ist der Weg erstmal versperrt. Auch der Weg. Okay, mit Fina funktioniert das. Der Baum sieht ja lustig aus. Ah! Das ist cool. Das ist damals... Ich komme hier in Sinn gerade. Wie im ersten Teil, da konnte man ja auch die Zeit so verändern. Au! Fortfahren. Gut zu wissen. Okay. Du bist echt gemein. Mal gucken, ob ich damit was machen kann. Nee, kann ich nicht. Mist. Na komm. So. Dann jetzt nochmal von der Stelle. Ich kann ihn nicht einfrieren. Was ist denn das? Dann halt hier. Komm. Wow. Okay. Vielleicht doch hier? Mich nervt es gerade so ein bisschen, dass halt immer wieder die Gegner da sind. Nein. Also ich sehe ja hier, dass es mich da brutzelt. Auch hier unten? Aha, aha. Ja, auch hier unten. Das ist echt mies. Okay. Gut, Leute. Das war's dann jetzt aber auch für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dieser kleine Exkurs in Finas Geschichte hat euch gefallen und es gab auch ein bisschen Neues zu erfahren. Ich fand's ganz interessant und bin gespannt, wie es dann jetzt hier in dem Nymphenwald weitergeht, also im Hain besser gesagt. Und ja, lasst es uns doch in der nächsten Folge gemeinsam herausfinden. Bis dahin, tschüss.